Die haben ja alles nach Berlin geschippert. Genau. Nicht? Also man sagt ja immer, Berlin ist aus dem Kahn aufgebaut worden und das war auch wirklich so. Ja. Es waren zwar jetzt mehr oder weniger nur Hintermauerziegel oder sowas, die Fassaden, die wurden ja dann mit Sandstein und so bei den repräsentativen Bauten gemacht, das weißt du ja, das brauche ich ja nicht zu erklären. Aber auch diese Ziegel, wurden ja in großer Anzahl gebraucht. Ja, nicht? Also millionenfach sind die aus unserer Region dort nach Berlin gegangen. Ja. Nicht? Aber nicht nur Ziegel, sondern auch Holz, Steinkohle aus Oberschlesien, landwirtschaftliche Produkte, alles, was eben in Berlin zur Versorgung der Stadt und zur Versorgung der Industrie gebraucht wurde. Damals war es noch Zehlenig, danach in DDR-Zeiten mussten die Sachsen nach oben und mussten alles aufbauen. Berlin ist nämlich nur durch Sachsen aufgebaut worden, das möchte ich mal sagen.